Die Europäische Union kann künftig Strafzölle auf E-Autos aus China erheben, obwohl Deutschland mit Nein gestimmt hat. Was bedeutet das für die Ampelkoalition? Unser Reizthema des Tages mit Focus Online-Chefkorrespondent Uli Reitz. Uli, wenn E-Autos aus China dank der Strafzölle teurer werden, könnte man vermuten, das sei im Interesse der deutschen Autobauer. Warum also war Deutschland, allen voran der Bundeskanzler, dagegen? Also erst muss man muss festhalten, dass es eine Niederlage für den Bundeskanzler war, weil die Europäer haben eben die Deutschen überstimmt, wenn man so will. Und auch im Vorfeld gab es ja Wochen und Monate lang einen großen Machtkampf auch zwischen Scholz und dem französischen Präsidenten Macron. Den hat Scholz verloren, Macron gewonnen. Das hat was zu tun mit den Interessen. Die Franzosen liefern so gut wie keine Autos nach China. Die Deutschen liefern drastisch Autos, vor allen Dingen im hohen Preissegment Mercedes, BMW und so weiter nach China. Wir haben die VW-Krise. Deswegen ist die Position des Kanzlers an der Ecke nachvollziehbar. Wenn ein sozialdemokratischer Bundeskanzler nicht mehr die Interessen der deutschen Automobilindustrie vertreten würde, könnte man die Welt nicht mehr verstehen. Insoweit nachvollziehbar. Aber es ist eben auch eine Interesse, eine wirklich drastische Niederlage Europas. Die Chinesen wird's freuen, weil Europa ist in der Frage gespalten. Und die deutsche Bundesregierung ist es auch. Das wurde bei der Gelegenheit ja auch nochmal sichtbar. Es ist vor allem eine Niederlage für den Bundeskanzler, der ja davon seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht hat. Diese Niederlage war absehbar. Es war klar, dass nicht die Mehrheit zusammengetrommelt werden kann, die gegen diese Strafzölle sein wird. Warum ist Scholz dieses Risiko eingegangen? Scholz ging es in jedem Fall um ein innenpolitisches Signal. Letztendlich kann man diese ökonomischen Fragen und die Positionierung einer Bundesregierung in ökonomischen Fragen nicht isoliert betrachten von der politischen Gesamtlage. Und die heißt Wahlkampf. Und wie lange hält diese Bundesregierung noch? Das heißt, ein Bundeskanzler, der gerne wiedergewählt werden möchte, wie Olaf Scholz, muss sich in jedem Fall darauf vorbereiten. Wir haben ja schon mal hier auch darüber geredet, wie er dies tut, indem er sich inszeniert, einerseits als Friedenskanzler, andererseits als Sozialkanzler über die Mindestlöhne und die Rentenpolitik etwa. Und nun kommt auch noch der Industriekanzler dazu, der hier die Interessen von VW, Mercedes, BMW in China schützen will. Nochmal, man kann das verstehen. Es ist aber sozusagen vor allen Dingen erklärbar aus der deutschen Situation eine Regierung, die prekär geworden ist, und einem Bundeskanzler, der selber prekär geworden ist und der nun irgendwie wieder versuchen muss, seine Schäfchen ins Trockene zu kriegen. Und das sind die Sozialthemen sind wichtig, die Friedensthemen sind wichtig. Und der dritte Block ist die Inszenierung als Industriekanzler. Und das erst recht bei dem Schreckgespenst, das gerade umgeht in Deutschland, einer Deindustrialisierung. Insofern war das absehbar, welche Position Olaf Scholz hier einnehmen würde. Und es war deswegen auch absehbar, dass er die Grünen überstimmen würde, insbesondere seine beiden Hauptminister, sage ich mal, Annalena Baerbock und Robert Habeck. Aber dieser Gegensatz zwischen Scholz und den führenden Grünen in der China-Politik, der ist ja auch schon älter. Der geht ja schon zurück auf die Frage, wie positionieren wir uns gegen China überhaupt? Die Grünen wollen die Abhängigkeit verringern gegenüber den Chinesen. Und Olaf Scholz hat insbesondere die deutschen Wirtschafts- und Industrieinteressen bei den Chinesen im Blick und weniger, sagen wir mal, Moralfragen und ihn drückt auch weniger dieses Szenario, dass man es mit den Chinesen nicht so machen dürfte wie mit den Russen, das heißt in eine strategische Abhängigkeit geraten dürfte. Das ist den Grünen eben wichtig. Olaf Scholz guckt viel mehr auf die Domestics, auf die inneren Interessen Deutschlands, und Christian Lindner als Finanzminister, dem ging es halt darum, einen Handelskrieg zu verhindern, und die ersten Stellungnahmen der Chinesen zeigen ja, dass diese Gefahr mehr als berechtigt ist.
Die Haltung von Christian Lindner kommt trotzdem ein bisschen überraschend. Er ist sich nicht so häufig mit dem Bundeskanzler einig. Lindner steht ja für den Freihandel und die chinesischen Subventionen machen ja keinen fairen Wettbewerb mehr möglich. Warum hat er sich so positioniert? Also erstmal müssen die Deutschen vorsichtig sein, wenn sie über fairen Wettbewerb reden. Ich erinnere mal an den Plan, 10 Milliarden aus dem Bundeshaushalt, das heißt aus Steuergeldern, für eine amerikanische Chipfabrik zu investieren in den neuen Bundesländern. Also da kann ja nun von fairem Wettbewerb, weiß Gott, nicht die Rede sein, sondern es ist genauso der Subventionswettkampf, den die Chinesen jetzt in ihrer Automobilindustrie veranstalten. So, die Amerikaner machen das auch über den Inflation Reduction Act. Über 600-700 Milliarden US-Dollar investiert die Regierung Biden. Protektionismus ist das, nichts anderes. Egoistische Wirtschaftspolitik und gegen den Freihandel und America First, was man Trump immer vorhält, macht Biden letztendlich um keinen Deut besser. Also, es haben alle Dreck am Stecken in der Geschichte und Freihandel ist eine Geschichte, das andere ist aber Level Playing Field, das heißt also sozusagen die Interessen, dass man einen fairen Wettbewerb hat. Deswegen ist man verweist man jetzt auch in der Bundesregierung darauf, dass ja noch zumindest bis Ende des Monats verhandelt werden kann mit den Chinesen darüber, dass die Chinesen Abstand nehmen von diesen unfairen Wettbewerbsinteressen. Letzte Anmerkung dazu. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Chinesen auch mit den Zöllen gut klarkommen, weil die haben einfach im Moment einen großen Produktvorteil. Also es gibt, die können sich sogar leisten, die Subventionen für ihre E-Auto-Industrie zurückzudrehen, was im Moment passiert, weil einfach die Konkurrenzfähigkeit auch international der chinesischen E-Autos zunimmt, vor allen Dingen in dem Segment, das etwa VW vernachlässigt hat, nämlich den Volkswagen, also das Auto fürs Volk in der zuverlässig und läuft, ja, und trotzdem günstig und dabei voll elektrifiziert zu bauen. Die Chinesen sind mittlerweile soweit. Ich habe mir alles angeguckt. Das Ding sieht halbwegs aus wie ein modernisierter Käfer, kostet 2000 US-Dollar umgerechnet in China selber. So, und das sind die Dinge. Ich glaube noch nicht mal, wenn man auf die zukünftige Automobilindustrie guckt und die Entwicklung des Wettbewerbs, dass die Chinesen, die haben einfach gute Karten, weil ihre Produkte gut sind. Und deswegen führt kein Weg dran vorbei. Deutschland muss am Ende die besseren Produkte liefern, Zölle hin oder her. Unser Reizthema des Tages. Vielen Dank, Uli. Gerne, Caro.